Freunde, es ist endlich Oktober, also die Zeit von Gespenstern, gruseligen Twitter-Profilbildern und in dem Zuge natürlich auch Halloween. Und natürlich gibt es dementsprechend auch wieder ein neues Raid-Event in Pokémon Schwert und Schild. Und um das direkt vorwegzunehmen, gibt es bei diesem Event irgendwelche besonderen Sachen im Vergleich zu den vorigen Monats-Events? Nein. Aber es gibt eine Sache, über die ich trotzdem sprechen möchte. Aber das werde ich gleich am Ende machen. Lasst uns erstmal kurz darüber sprechen, was denn diesen Monat in der Naturzone von Schwert und Schild so abgeht. Die letzten Monate wurden ja regelmäßig Raid-Events in der Naturzone veranstaltet, bei denen man einen Monat lang Pokémon eines bestimmten Typen öfter antreffen konnte. Und meistens wurden darin noch ein paar Giga-Dynamax-Pokémon integriert. Und diesen Monat könnt ihr vermehrt Geist- und Unlicht-Pokémon in der Naturzone finden. Schauen wir uns also einmal kurz an, welche Pokémon genau denn in welchen Raids diesen Monat gefeatured werden. Ich nutze dafür wieder die Seite seribi.net, also falls ihr euch die Liste einfach mal bookmarken oder einfach so mal anschauen wollt, findet ihr die ganze Sache auch unten in der Videobeschreibung. Aber gehen wir doch jetzt mal die Pokémon durch, die es bei diesem Event so gibt. Als allererstes muss ich sagen, es gibt keine editionsexklusiven Pokémon. Ihr könnt also alle Pokémon, die es hier gibt, sowohl in Schwert als auch in Schild fangen. So, und in den Ein-Sterne-Raids haben wir erstmal Alpollo, wir haben Drift-Zepeli, wir haben Zwirlicht, wir haben Bämon, Kapuno und Morpico. Morpico werdet ihr auch in jedem anderen Raid finden können. Das ist das eine Pokémon, das es wirklich überall zu finden gibt. Ab den 2-Sterne-Raids habt ihr dann die Möglichkeit, statt Alpollo einem Giga-Dynamax-Gengar zu begegnen. Was auf jeden Fall ganz cool ist. Ich glaube, Giga-Dynamax-Gengar ist ein schildexklusives Pokémon, also für die Schwertspieler auf jeden Fall eine nette Sache. Ab den 3-Sterne-Raids bekommt ihr statt Zwirlicht ein Zwirfünz. Zwirklub wird hier einfach komplett übersprungen und Bämon wird zu einem Beelzebub. Ab den 4-Sterne-Raids könnt ihr dann auch ein Giga-Dynamax-Olangar finden und das Kapuno hat sich zu einem Dino? Duodino? Duodino heißt es, glaube ich, entwickelt. Und bei den 5-Sterne-Raids könnt ihr dann sogar noch ein Trikefalo mitnehmen. Ja, die Pokémon an sich sind durchaus nicht schlecht. Einige Pokémon davon sind auch im Competitive ganz gut zu benutzen. Ist jetzt, wie gesagt, ansonsten kein allzu spannendes Event. Wobei man dazu sagen muss, ihr könnt an diesen Raid-Events auch teilnehmen, solange ihr den Erweiterungspass nicht habt. Das ist vielleicht dann ganz cool für die Leute, die halt wirklich Pokémon Schwert spielen und keine Möglichkeit haben, ihr Gengar so zu einem Giga-Dynamax-Gengar zu machen. Bei Schildspielern, ich glaube, ist es nicht so spannend und für die Leute mit dem Erweiterungspass, die können sich ja sowieso über die Dynasuppe generell alle möglichen Giga-Dynamax-Pokémon holen. Aber bestimmt wird es den einen oder anderen geben, der sich darüber freut und einige dieser Pokémon gut gebrauchen kann. Jetzt war es die letzten Monate ja immer so, wenn wir ein Event hatten, das den ganzen Monat ging, und das war dann meistens nicht so spannend, gab es dann noch ein random Wochenend-Raid, das dann wirklich nur 2-3 Tage ging, das dann zum Beispiel Pokémon mit einer erhöhten Shiny-Chance gefeatured hat. Letzten Monat gab es dann nämlich zum Beispiel ein random Wochenends-Event, bei dem man vermehrt Pokémon finden konnte, die sich durch einen Mond- oder Sonnenstein entwickeln. Und man hatte noch eine erhöhte Chance, einem Shiny Pixie zu begegnen. Und angesichts der Tatsache, dass Halloween nun wirklich ein Feiertag ist, wo man ganz gut ein solches Event aufbauen kann, bin ich ziemlich sicher, dass wir auch in diesem Monat wieder ein solches Random-Wochenend-Event bekommen werden, das dann deutlich coolere Benefits bietet als das hier. Also haltet auf jeden Fall die Augen auf. Sobald man da etwas weiß, werde ich euch natürlich hier auf diesem Kanal wie immer informieren. Und jetzt natürlich nochmal ganz kurz für alle, die noch kein solches Raid-Team mehr mitgenommen haben. Wie mache ich das Ganze denn überhaupt? Es läuft wie immer, ihr geht in euer Spiel, öffnet in eurem Menü den Punkt Geheimgeschenk und geht dann auf den Menüpunkt Neuigkeiten aus der Naturzone erhalten. Wenn ihr euch da mit dem Internet verbunden habt, werdet ihr einen kleinen Patch für die Naturzone bekommen und dann könnt ihr in roten Raids, egal ob ihr diese einfach so random findet oder durch einen Wunschbrocken erzeugt, diese besonderen Pokémon finden. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir auch diesen Monat dann wieder ein solches Wochenend-Event bekommen mit deutlich cooleren Benefits. Was würdet ihr sagen, Freunde? Wie würde ein Halloween-Event in Schwert und Schild für euch aussehen? Würde mich sehr interessieren, schreibt es also mal gerne in die Kommentare. Diesen Monat kommt ja dann auch das Schneeland der Kronen-DLC raus. Falls ihr euch bis dahin die Zeit noch ein bisschen vertreiben möchtet, empfehle ich euch hier noch 2 Videos von mir, basierend auf dem letzten Schneeland der Kronen-Trailer mit einer kleinen Reaction und einer Analyse von mir dazu. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, sag ich mal. Und ich wünsche noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns bei einem neuen Video wieder. Bis dahin und ciao.